Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Wir unterhalten uns weiter mit Bosos Mutter. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach. Du kennst den neuen General noch gar nicht? Nein. Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Okay. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Oh, das ist gemein. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Boso. Oh, Backe. Boso? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Boso? Ach du mein... Okay. Mit Boso kann ich gerade nichts anfangen. Gehen wir erstmal ins Rebellenlager. Was ist denn das? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Ah, aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Okay, wir kommen also hier nicht mehr durch. Okay. Das wäre jetzt schwer, ne? Dreh mal noch die Wäscheleine. Wir haben noch das Babykostüm nicht anprobiert. Muster. Na gut. Brave! Ui, guck mal, Mok. Da ist ja Baby Boso. Na, Baby Boso. Möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Da nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Mok. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel, ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Okay, nach der zweiten Klasse. Guck mal, Baby Boso. Ich habe einen Lutscher für dich. Ja. Möchtest du einen Lutscher haben? Volltreffer. Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Okay. Ein süßer Fratz. Ach ja. Ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich,
ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Okay. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie? Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Oh, das ist fies. So. Können wir hier mal gucken, wo das Baby hin ist? Hier ist kein Baby. Das Klo fassen? Nö. Wo ist mein... Na, wer sagt's denn? Das Tor ist offen. Freie Bahn zum Rebellenlager. Sarge und dann Bina. Gehen wir mal da quatschen. Bina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf ihr... Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lottie und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi? Hörst du das, Lottie? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant! Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, ja. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Garlef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Garlef und Liebold sind im Lager gleich hinter dem Vorort. Da müssen die wohl erstmal reichen. Okay. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Das gibt Hauer. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot. Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind... das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Achtung! Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich. Du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist, sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Wenigstens sagt er die Wahrheit, ne? Ich nehme erstmal die Antenne mit. Wozu kann man eine Antenne eigentlich nicht gebrauchen, ne? Man kann immer eine Antenne brauchen. Lotti und Bambina. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Immer wenn er sagt, er macht das nicht mit Absicht, flupp, ne? Uhu. Aufmachen.
Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Okay. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahren, Goodboker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren. Und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ah! Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Okay. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Okay. Wir können anscheinend hier nichts weiter ausrichten. Dann gehen wir mal zurück. Gehen wir mal hier hin. Was ist hier? Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Okay. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich. Tun Sie das und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Okay. Der ist nicht nur seltsam, der ist irgendwie plemplem. Okay. Barry, da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß. Psst, Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Cover-Story ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder.
Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Was du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst ein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Och, der Arme. Jetzt verarscht ihn auch noch Dings. Okay. Dann gehen wir mal zur Therapiepraxis. Dann haben wir eine ärztliche Überweisung. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. Ich verstehe. So, so. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar. Es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp. Aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihrem Freund, gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich eigentlich dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Er, wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal. Ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ob das eine gute Idee ist? Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Okay. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ich habe okay, Angst davor, Doktor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha.
Mich quälen. Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offenzulegen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind ja, klar Sie doch. Sich da ganz sicher? Ja. Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das Nein. ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Psychiater weiter bequatschen. Bis dahin, tschüss.